Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die neue Kantine nimmt auch langsam Gestalt an. Das Gefängnis ist soweit schon fertig, wird gerade noch mit Rum aufgefüllt. Sieht doch alles schon mal viel besser aus. Jetzt können wir hier nämlich auch ein Dach drüber ziehen. Und dann muss das Ganze nachher nur noch eingerichtet werden. Die hatte ich, nur aus irgendeinem Grund habe ich die Türen vergessen. Aber das ist jetzt nicht gerade das, was am längsten dauern dürfte. Ich wollte schon sagen, wo habe ich denn... Ja, das war vorher hier noch, die groben Pflastersteine. Ist schön hell. Ist, wird der 11 mal 11 haben. Heißt, wir täten besser da dran. Ich vermisse die modularen Tische. Die haben einem sehr das Leben erleichtert. Ja, aber auch bitte aus Titanium. Das sind 16 Sessel aus Teufelsgarn. Ich würde sagen, das ist ein kleines bisschen übertrieben. Es ist nicht nur ein kleines bisschen übertrieben, es ist total übertrieben. Dazwischen können wir dann Kunst aufstellen, lassen wir dann unsere Kunstabteilung mal ein bisschen was craften. Hier, der passt zum Beispiel schön hier rein, darf dann aber auch zum Beispiel aus Titanium sein. Dann noch eine hübsche Sitzgelegenheit hier. Dann frage ich mich, ob ich das Ganze nicht einfach eins nach oben schieben soll. Und ich glaube, das mache ich auch. Das Ganze neu zu planen ist jetzt wirklich nicht die Kunst. Dann kommen diese Regale eins hierhin, das andere hierhin. Dann installieren wir noch ein paar Kühlschränke. Ja, doch, der kann so stehen bleiben. Das sollte problemlos funktionieren.
Und dann warten wir wieder einen Moment ab, bis das alles mal gebaut ist. Aber ich gehe davon aus, das sollte recht zügig vonstatten gehen. Braucht 70. Aus was wollen wir die denn herstellen? Ich glaube, diesmal versuchen wir uns an ein paar Marmorstatuen. Oh, stimmt, wir hatten eine Hitzewelle. Auch schon wieder total untergegangen. Und dann jedes um 60 erhöhen. Und hier produzieren wir ja keine. Okay. Damit da drüben entsprechend auch aufgefüllt wird. Sollte ja inzwischen ein bisschen Holz vorhanden sein. Ich glaube, lieber ein paar Paletten. Oder ich glaube, ich mache mir das Leben einfach zu schwierig damit. Und mache es lieber direkt so. So. Ist jetzt vielleicht nicht das wichtigste Versorgungsgut, aber für den generellen Stand an Zufriedenheit in der Kolonie.
nochmal für einen vollen Schrank hinzugefügt. Der Raum später noch ein bisschen mit Kunst versorgt und dann haben wir schon hier einen ganz schicken Aufenthaltsraum, wo sich die Leute auch gerne aufhalten. Gut, so wie der wird er wahrscheinlich dann am Ende doch nicht werden, aber ne. Kleinigkeiten. Und dann brauchen wir halt nur noch Gäste für unsere kleine Pension. Störung hier, Störung da. Also wenn wir aus irgendeinem Grund Überschuss haben, sollte der hier landen. Was natürlich deutlich mehr Sinn macht, als den irgendwo anders in der Kolonie zu lagern, wo wir das Zeug ja nicht brauchen. Auch ein legendärer Tisch. Ja, das hat was. Ja, aber nein. Weil hier sollen halt bevorzugt die Betäubungswaffen hin. So ist zumindest der Plan.
kommt noch einer. Ah ja. Also ich würde mal drauf tippen, demnächst. Ach, hier ist noch einer, okay. Und wenn der voll ist, sehen wir dann, ob die dann, wenn mehr produziert wird, trotzdem hier weiter auffüllen. Ist halt eine Frage, die ich mir dann so stelle. Und warum schmeißt ihr die dann auf den Boden? Ist ein bisschen unpraktisch, weil gleich kommt wieder ein, genau, Transportroboter, der diesen Stapel wieder aufhebt und wieder nach hinten zurückträgt. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Aber ich muss es ja auch wohl nicht jedes Mal verstehen. 183 in dem Raum. Und das ist noch ohne Kunst. Ich glaube, darauf dürfen wir uns was einbilden. Ach, weil Qualitätsbauen... wartet das Spiel erstmal auf jemanden, der es drauf hat. Okay. Gut, das raffe auch ich. Ich bin halt nur ein bisschen langsam. Wahrscheinlich wird er jetzt gerade hier... Das werde ich jetzt mal ganz geflissentlich ignorieren. Hier möchte ich nur eine bestimmte Waffengattung einlagern. Naja, sagen wir mal zwei. Ja, machen wir das so. Hm?
Ein paar mehr können ja so oder so nicht schaden. Und hier sieht es schon ein ganzes Stück ordentlicher aus. Hat doch auch mal was. Cthulhu scheint die Leute mehr zu begeistern als Shub-Niggurath. Verstehe ich aber irgendwo auch. Also dafür, dass es eigentlich nur ein Betäubungsknüppel ist, müssen wir da verdammt lange dran arbeiten. Schön. Ja, wir wissen's ja. Wir wissen's doch. Für den Piratenhändler haben wir Zeit. Für unsere Freunde, die Piraten, haben wir immer Zeit. Leider gibt es keine Ninja-Händler, aber man kann halt nicht alles haben. Den Wodka könnt ihr haben. Waffen, Waffen, Waffen. Habt ihr überhaupt irgendwas mitgebracht? Eher nicht, ja? Kraftstoff, Neutramin. Naja, ist weniger prickelnd. Ross hat also auch einen angefangen. Hier läuft soweit alles. Okay. Jetzt ist mir klar, wo der Fehler lag. Das war jetzt ein bisschen Overkill.
Exzellent. Ja, sowas können wir aufstellen. Sind verdammt viele Nachbarn geworden, die wir haben. Hey. Wird sein, das behalten wir mal. Einfach weil es gutes Zeug ist. Und sonst noch irgendwas von Interesse. Wir haben da unten noch genug liegen. Bergbausprenge. Naja. Nee, nee, davon haben wir genug. Also ich denke mal, diese Menge hier sollte dicke reichen für was auch immer wir in Zukunft noch vorhaben. Imperiale Komponenten, imperiale Power Core. Aber insgesamt 80 von dem Ceramid. Ah, okay, ist sowieso eingestellt. Sehen, wo war denn hier die Raffinerie? Gönnen wir uns einfach direkt zwei. Die braucht Holz, oder? Holz oder organische Materialien. Okay, Episode ist mal wieder vorbei. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Das war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.